Ich bin jetzt nicht sicher. Stefan, bist du hier? Ja, wollo. Jetzt hat's geklappt. Wenn man zu viele Hüte und Rollen und alles hat. Es gab ja einfach keine Knöpfe mehr, um dir zu signalisieren, hallo, ich will ja, ich bin nicht einfach nur davor geflohen. Na perfekt, starten wir mit. Ist ja egal, alles gut. Willkommen zur nächsten Session mit Stefan Lucco. Er wird uns sehr schnell jetzt durchguiden mit in 30 Minuten von 0 auf 100. Ich habe es jetzt im Titel genau falsch herum gesagt, ich weiß es. Aber ich will es einfach Zeit ziehen, hoffe ich. Und ich gebe einfach gleich dir das Mikrofon, das Virtuelle. Und du wirst uns jetzt mal alles zeigen, was man wissen musste. Und macht uns in 30 Minuten zum Vollprofi, was Mautic betrifft. Ich freue mich schon drauf. Super, vielen Dank. Bildschirm teilen, den Knopf habe ich, das ist sehr gut. Fange ich damit mal an. Sehe ich das mal selber. Ganz kurz. Mein Name ist Stefan Lucco. Ich bin Geschäftsführer der Gesellschaft zur Entwicklung von Dingen. Und das kleine Zitat oder als Zitat gekennzeichnete Satz sagt das eigentlich ganz gut, was wir machen. Wir entwickeln digitale Lösungen mit Sachverstand auf Basis von Open Source Software mit den Schwerpunkten Barrierefreiheit, Datenschutz und Nachhaltigkeit. Wir haben aber auch ein Startup und das nehme ich heute mal als Beispiel, um auf das Thema Mautic zu kommen. Und zwar gibt es die Indilux, die sich im Bereich der erneuerbaren Energien tummeln und ein Produkt bauen, das sie Ready-to-Plug-in-Einspeisewächter nennen und dafür gerade eine Kickstarter-Kampagne vorbereiten. Für die, die das nicht wissen, gibt da so ein Kickstarter.com und da können Produktideen von Unternehmen oder auch einzelnen Gründerinnen quasi vorgestellt und für Vorbestellungen angeboten werden. Wir starten nicht ganz bei Null. Ich habe eine Webseite bekommen, die auf einem WordPress läuft und ursprünglich eine HubSpot-Integration darauf gefunden. Was ich natürlich als Teil der Mautic-Community, bin vor 2 Jahren auf den Mauticamp-Stammtisch oder den Mautic Monday gestoßen, natürlich nicht bei HubSpot lassen wollte, sondern zu Mautic umziehen. Warum brauchen wir jetzt überhaupt ein Mautic da drauf? Wir machen schon über verschiedene Kanäle Werbung für die anstehende Kickstarter-Kampagne, wissen aber noch nicht genau, wann die scharf geschaltet wird. Und weil wir das noch nicht genau wissen und aber auch die ganzen Daten bzw. Interessenten nicht verpuffen lassen wollen, wollen wir deren E-Mail-Adressen einsammeln. Und weil wir in Deutschland unseren Sitz haben und auch datenschutzrelevant relevant finden, behandeln wir natürlich die Themen der GDPR und wollen, um nachher auch Marketingkampagnen fahren zu können, ein Double Opt-in. Und wenn man dann an der Stelle sich die Frage stellt, was brauche ich denn, wenn ich ein WordPress habe und ein Mautic verwenden will, an weiteren Zutaten und mal im Netz recherchiert oder einfach Freunde fragt, kommt man an der Leuchtfeuer nicht vorbei, die ganz schönes Mautic-Know-how gebaut haben. Unter anderem ist hier eine Seite, wie ich heute aus früheren Talks auf der Mauticon lernte, nicht mehr ganz aktuelles Kochrezept, ich habe einen Löffel mitgebracht, für wie baue ich denn eigentlich ein Double Opt-in, um auch die Zustimmung für Kontaktaufnahmen zu bekommen. Und weil Mise en place beim Kochen das Wichtigste ist, habe ich noch ein weiteres Tool im Baukasten, nämlich das Cloudron oder die Cloudron App-Plattform und mit der kann ich WordPress und Mautic auf einen Fingerklick hin installieren. Das mache ich direkt einmal. Ich mache mir mal mein Kochrezept auf, weil ich das sicherlich noch brauchen werde heute und springe mal in meine Instanz rein. Ich habe hier noch ein ganz knackiges Dashboard und das erste, was ich installiere aus dem App Store, ist ein WordPress. Das will ich mal ganz einfach tun. Ihr könnt natürlich auch ein WordPress auf andere Arten und Weisen installieren. Ich bin an der Stelle aber sehr bequem und klicke auf Installieren. Und weil das einen kleinen Augenblick dauert, installiere ich auch gleich noch Mautic. Das installiert, puste ich mal kurz, dazu schalte ich das Mikrofon stumm.
So, beide Apps sind im Startprozess. Und ich überspringe das mal hier, weil ich habe das natürlich schon vorbereitet. Ich habe hier also eine Mautic und eine WordPress-Installation. Lasst euch nicht verwirren durch das, durch den Klon, weil wir natürlich auch keine umfangreiche Webseite mit Design und Texting und so machen werden, weil das einfach in 30 Minuten nicht zu schaffen ist. Also, womit fangen wir an? Wir fangen mal an mit der Konfiguration von WordPress. Ich muss dazu bei einer One-Click-Installation immer als allererstes mir angucken, mit welchen Zugangsdaten ich da reinkomme. Und wenn ich jetzt hier drin bin, gebietet es die Sorgfaltspflicht, dass ich als allererstes mal nicht speichern, das Passwort von diesem User ändere. Dann nehmen wir hier so ein vorgefertigtes, und zwar Passworte sind da unten Set New Passwort. So, und wenn ich mein Passwort geändert habe, will ich danach ein Plugin installieren, und zwar ein Mautic Plugin Add New. Davon gibt es ganz viele. Ich glaube, das könnte auch mal ein ganz guter Talk werden. Warum hat WordPress eigentlich so viele Mautic Plugins? Aber wir verlassen uns in diesem Fall jetzt mal auf das Offizielle der Mautic Community. Installieren, aktivieren und gleich einmal konfigurieren. Das machen wir dann hier. Dazu gehe ich aber parallel dazu mal in Mautic rein. Das haben wir auch gerade installiert. Hier auch Standardpassworte. Und auch nicht speichern. Und hier wollen wir auch das Passwort ändern. Falsch so rum. Nehmen wir auch das da. Sehen das. So, unsere Mautic-URL müssen wir angeben. Da bin ich faul. Die ist ziemlich lang. Ich nehme das mal von hier nach da. Pack die hier rein. Drück auf Speichern. Habe ich jetzt zuerst einmal schon den Kontakt zwischen diesen beiden Instanzen hergestellt und WordPress bzw. Mautic beim Aufruf einer WordPress-Seite wird darüber informiert, dass WordPress dieses Mautic haben will. So, jetzt habe ich also hier an dieser Stelle die beiden Systeme miteinander verheiratet. Jetzt könnte ich hier in WordPress die Anleitung von vorher durchführen. Was wollen Sie denn haben? Lege ein Formular an. Gut, das Formular anlegen, das machen wir direkt in der Mautic-Instanz. Aber ich habe, als ich das schon mal durchgespielt habe, festgestellt, dass es einfacher, wenn ich mit der E-Mail anfange. Ich lege eine E-Mail an, nämlich die, die ich versenden will, wenn die Double Opt-in-Information geschickt wird. Da das Texting auch immer etwas ist, was eine ganze Weile dauert, habe ich auch dafür bereits meine komplette fertige Schnippschnapp. Ich gehe mal in den Bilder rein und wir haben ja hier die Möglichkeit, das einfach direkt zu importieren. Gucken, ob es funktioniert. Bis auf das Bild hat der Rest funktioniert. Und ich sag mal, wir verzichten mal auf das Bild. Das könnte man nachher, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, wenn ich schneller war. Double Opt-in, Mail, ach nein, bitte erlaube uns die Kontaktaufnahme. EUI fertig. Und eine E-Mail-Adresse angelegt. Also eine Versende-Mail. Jetzt folgen wir der Anleitung. Ein Lead-Formular als Standalone-Form an. Eine Form. Und neu. Standalone. Das ist das
Kickstarter-Kampagnenformular besteht aus eigentlich nur einem relevanten Feld, nämlich der Mailadresse. Hinzufügen und als Action wollen Sie Send Mail to Contact haben. Dann werde ich gefragt, welche, und da hatte ich sie schon angelegt. Das war die E-Mail, die ich zuvor angelegt habe. Sonst wäre es hier leer und ich müsste es aus diesem Dialog heraus machen, um danach wieder in das Form reinzuspringen. Ich fand das den einfacheren Weg. EOI Mail. Safe. Fertig. Jetzt müsste ich noch herausfinden, welche Form-ID dieses Form hat. Das ist die 1, das packe ich mir schon mal. Und ergänze die in meinem Schnippschnapp, was wir jetzt gleich brauchen. Mal wie die Anleitung weiter zu, was der nächste Schritt im Rezept ist. Lege eine Danke-Seite ein, sorge dafür, dass die Seite einen Tag in Mautic setzt. Damit das alles ein bisschen zügiger geht, wie gesagt, das längste dauert dann nachher irgendwie Text zu schreiben, das Design für eine Webseite entwickeln und. Wechseln wir jetzt in der Plattform, falscher Fenster, dieses WordPress, sondern gehen zu dem anderen WordPress. Da ist nämlich schon was da. Und hier unten in diesem Bereich, der Call to Action, wollen wir ein Feld platzieren, in dem dann halt drin steht, hinterlasse ich hier deine E-Mail-Adresse. Dieses WordPress hat, nur um es kurz zu zeigen, ein bisschen mehr Plugins, aber das wichtigste Plugin ist auch hier vorhanden, nämlich das Mautic-Plugin. Dazu wechsle ich wieder hier oben rein, nehme mir hier diese Domäne, konfiguriere das hier, drücke auf Speichern. Das Rezept sprach davon, will eine Danke-Seite haben. Seite Danke ist ein mit Elementor bearbeiten. Auf dieser Seite wird eigentlich nichts anderes, sie wird nicht verlinkt innerhalb des WordPress-Universums oder dieser WordPress-Instanz, sondern sie wird nur aufgerufen durch die Double-Opt-In-Mail mit dem Ziel auf Domäne/Danke. Und dabei soll ein Tag gesetzt werden, nämlich der DOI-OK-Tag, der quasi dem Kontakt oder beim Kontakt signalisiert, dass dem Einverständnis der Kontaktaufnahme zugestimmt wurde oder dass das Einverständnis erteilt wurde. Also nehme ich mir hier mal den vorgefertigten String, den ich hier habe, der hier unten auftauchte. Und brauche hier jetzt noch einen, der HTML-Code reinpackt. Im drin, Speichern gibt, Elementor verlassen und wieder zum WordPress zurück. Die Danke-Seite ist vorbereitet. Was will das Rezept noch? Später. Im Grunde genommen muss ich jetzt dann eigentlich nichts anderes machen, als die Mautic-Form einzubinden. Das ist auch recht einfach. Wir hatten uns hier einen sogenannten Shortcode für WordPress schon mal vorbereitet. Wir wollen nämlich Mautic-Form ID 1 direkt an der Stelle einblenden. Und die hatten wir ja hier oben ausgelesen, dass diese Kampagne, Kickstarter-Kampagnenformular, 1 ist. Also gehe ich mal kurzerhand auf die Startseite und habe auf der Startseite jetzt hier unten den Wunsch, einen Shortcode hinzuzufügen. Und das ist dieses Ding hier rein. Und der Shortcode ist der anwenden.
und speichern. Und jetzt müsste, wie durch Zauberhand, wenn ich diese Seite mir jetzt angucke, da unten eine Mailadresse sein. Das ist noch nicht hübsch, aber das hat auch damit zu tun, dass das Formular, wenn ich mich richtig erinnere, sein eigenes Theme CSS rüberpackt aus dem Template, was ich nicht ausgewählt habe. Gucken wir mal, ob das einen Erfolg hat. War nicht richtig hübsch, aber das ist jetzt quasi offensichtlich dass der blaue Button, der aus dem Theme von dieser Webseite kommt. So, wir haben einen Formular angelegt. Wir haben einen E-Mail-Text hinterlegt, der sagt, klicke hier, um zu bestätigen, dass du tatsächlich unsere E-Mails haben willst. Wir haben das eingebunden, wir haben das scharf geschaltet. Das wollen wir jetzt testen. Dazu tue ich mal so, als ob ich Ingo bin. Das ist unser virtueller Kollege im Büro. Ich drücke mal auf Submit. Ich habe es noch nicht konfiguriert. Das hätte ich hier noch tun können, dass ich, nachdem das geklickt wurde, auf der Seite bleibe oder Feedback kommt. Aber wir können ja überprüfen, ob es funktioniert hat. Bitte erlaube uns die Kontaktaufnahme. Das ist genau der Text, den wir gerade geschrieben haben. Wir möchten in Verbindung treten, aber deine Erlaubnis fehlt uns. Und jetzt muss ich das einmal in einem ganz anderen Browser aufmachen, weil, was ich festgestellt habe, wenn du das in dem gleichen mit der Session, dann wird dieser Tag nie gesetzt. Also schauen wir mal, ob das funktioniert. Und ich mache das jetzt mal in einem Chrome Vivaldi Privatfenster auf. Die URL. Da kriege ich super eine Danke-Seite, weil ich liebe Live-Demos. Nicht scharf geschaltet. Die ist veröffentlicht und heißt Danke. WordPress. Ach, klar. Das war natürlich. Ich hatte ja gesagt, wir ersparen uns den Seitenbauen. Das heißt natürlich Ready to Plugin Dev und das steckte in dem. Reparieren wir gleich. Das ist keine sichere Verbindung, ist auch toll. Und auch richtig schön. Aber. Drei Wege führen zwar nach Rom. Das erste, was wir tun, ist, wir gehen mal kurzerhand in unser Mautic rein. Und zwar bei der E-Mail hatten wir die falsche Ziel-URL drin. Und das ist zu editieren. Das wird aber so nicht funktionieren. Ich habe nicht rausgefunden, das muss ich mir auch mal Gelegenheit angucken. Und das muss ersetzt werden durch Ready-to-Plugin. Dann importieren wir das hier halt einfach nochmal neu. Mac, Bilder, Code, alles. Magie.
Okay, ist ein bisschen gefaked, aber ich habe es nicht eingetragen. Ich habe nur den Workflow ein bisschen komplizierter gemacht, als er natürlich nachher sein soll, wegen dieser Verwirrung der falschen URL. Aber ihr wisst, was eigentlich zu erwarten war. Unter Kontakten innerhalb von Mautic gibt es den Ingo, der seine E-Mail-Adresse hinterlegt hat und der auch tatsächlich gesagt hat, ich will Kontakt aufgenommen, dass ihr Kontakt aufnehmt. Deshalb landete Ingo, nachdem ich das manuell gerade gebogen hatte, auf der Danke-Seite. Und auf der Danke-Seite hatten wir die HTML, diesen HTML-Image-Tag eingebaut, der den Mautic-Tag DOI ist in Ordnung gesetzt. Und das sehen wir direkt im Kontakt. Hier unten. Nur das einmal durchzuziehen, falls ihr das nicht ohne weiteres kennt. Wie sieht sowas aus, wenn da jemand nicht draufklickt? Schicken wir das jetzt mal direkt so. Dann gibt es im Mautic einen zweiten, aber in diesem, weil er noch nicht geklickt hat, noch kein Tag. So, zurück zu Kampagnen, beziehungsweise zurück zum Rezept. Wir haben das Formular angelegt, wir haben die Danke-Seite angelegt, wir haben dafür gesorgt, dass das Tag gesetzt wird. Und theoretisch, praktisch, könnte man jetzt noch anfangen, die Kampagne zu bauen, bei der es vor allen Dingen darum geht, dass man zuerst einmal überprüft, versende ich eine Mail an jemanden, der diesen DOI-Kontakt hat, diesen Tag hat, und das wird genau abgebildet über Tags abfragen. Die machen es hier noch ein bisschen komplexer, indem sie sagen, wir verschieben das, wir verschieben den die Empfängerin oder den Empfänger, wenn der Tag gefunden wurde, oder geben dem Ganzen noch Zeit, wenn es wenn einfach jemand nicht so schnell ist wie dieser Stefan Luko, der jetzt gerade in einem Talk ist und noch keine Zeit hat, auf die E-Mail zu antworten. Aber im Großen und Ganzen ist das jetzt quasi fertiggestellt. Und nicht wundern, wenn ihr heute auf die Ready-to-Plugin-Com-Seite wechselt, seht ihr genau das, was ich euch gerade gezeigt habe, eingebunden. Und da es als Call-to-Action stattfindet, findet es mehrfach statt. Auf die Uhr geguckt, ich bin in 25 Minuten fertig. Schnell einfach. Naja, wenn man die richtigen Rezepte hat, das richtige Know-how und die richtigen Tools, ich sagte ja, mise en place ist alles. Ein Wahnsinn. Das heißt, du machst die ganzen größeren Buden jetzt obsolet, weil jeder kann sich ganz schnell etwas zusammenbauen und fertig. Darum geht es doch auch. Ich meine, das ist doch Monkey Jobs. Also ja, natürlich muss man nachher wissen, warum läuft das jetzt falsch oder so. Das lernst du nicht in 5 Minuten. Aber dafür kann man auch eigentlich auch nichts anderes empfehlen, als bewegt euch in die Communities hinein. Weil da sind die Expertinnen, da sind die Menschen, die euch helfen. Und vor 2 Jahren war das auch alles ein riesengroßes Rätselraten, was ich da eigentlich mache. Ich muss sagen, heute finde ich es an einigen Stellen immer noch. Also zum Beispiel, warum kann ich ein importiertes Mail-Template danach nicht mehr über den WYSIWYG-Editor editieren? Ja, also die stehen ja danach nicht zur Verfügung. Das ist einfach Mist. Ist sicherlich irgendwie ein known Bug, aber so ist es halt. So, und warum, das ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen, ich habe es aber noch nicht quer validiert, ob das jetzt nur an dem Vivaldi, Chrome oder Firefox liegt, warum passiert es ab und zu, dass du quasi ein Mail-Template importierst in ein bereits vorhandenes importiertes Mail-Template und dann will das einfach nicht. Also da kann ich einfach sagen, bin ich kein Developer, das Maximale, was ich tun kann, wenn ich es besser beschreiben kann als jetzt, ist halt ein Issue. In der Issue-Queue aufzumachen. Dazu bin ich bereit, weil das ist meine Art von Contribution, die ich tun kann. Und das finde ich auch das Großartige an dieser Community. Lauter nette Menschen, die kompetent sind und die sich nicht zu schade sind, auch mal so blöden Fragen, die ich habe, irgendwie die zu antworten. Ja, sehr cool. Fragen gibt es jetzt klar keine. Oh nein! Keine Fragen, du hast alles so professionell und einfach so schnell runtergerattert, im Sinne von, dass jetzt alle sagen so, ha, ich weiß alles.
Genau, Gizzo Leuchtfeuer auf das Rezept ist super, aber ich glaube, das werden sie nochmal überarbeiten, weil sie zum einen ein neues Plugin, altes Plugin, neues Plugin heute angekündigt oder vorgestellt haben, als auch ihren gesamten Double Opt-in-Prozess nochmal ein Stück weit überarbeitet. Aber das war mir dann irgendwie vorhin zu, also das ist 3 Stunden her, dass ich davon gehört habe. Da dachte ich, das probiere jetzt nicht aus. Aber ich probiere das alte Rezept aus. Nächstes Jahr dann, wie mache ich es? Nächstes Jahr ein Update. Nächstes Jahr, wie mache ich es mit 30 Minuten, Mautic, alles haben und DSGVO ready im Sinne von auch Content Management oder so etwas noch dazu. Echt, das machst du? Du machst, du willst jetzt noch ein, also da bin ich mir ja zum Beispiel ziemlich sicher, dass, weil ich das selbst auf meiner eigenen Domäne hoste und nichts anderes tue, an der Stelle einfach sage, nee, das ist technisches Setup, das brauche ich. Und ich diskutiere da immer mit meinem Datenschützer, der sagt auch, Stefan, das steht hier anders, aber dann also ich sage das jetzt ja öffentlich, dann verklag mich doch. Weißt du, also. Nein, du kannst dir dann anschauen, ja, heute hat es eine Session auch gegeben von Peter Hallander, der sieht das eh auch, also der ist Rechtsanwalt und Datenschützer, also okay. Kennt sich das ja gut aus. Und da gibt es halt immer, also das führt zu werden, aber schau da mal kurz rein, also der sagt eh auch, dass es geht, aber man muss halt wirklich begründen können, warum und was für Daten man dann hat. Man kann ja wirklich, also da geht schon einiges, aber man muss sich wirklich Gedanken drüber machen. Klar, deshalb habe ich als dritte Seite natürlich auch eine Datenschutzseite dazu, um darüber aufzuklären. Und was ich jetzt natürlich nicht konfiguriert habe, du kannst ja so ein paar Settings am Anfang einer Mautic-Installation auch nochmal machen, damit das Ganze datenschutzfreundlicher ist. Also standardmäßig hier war jetzt nicht die IP-Adresse quasi ums Letzte zu kürzen. Und dann gibt es ja noch so ein paar andere Hebel, aber kommt einfach in die Communities rein, wenn die euch interessieren. Oder wenn ihr gar keine Zeit dafür habt und das viel zu kompliziert ist, dann beauftragt einfach eine dieser wunderbaren Agenturen, die da draußen was machen. Aber wenn ihr so einen einfachen Monkey-Job wie jetzt hier meine 25 Minuten, alles ist da, einfach tun und anfangen. Je früher ihr anfangt, desto mehr Erfahrung habt ihr. Ich glaube, es ist ein super Schlusswort. Just do it. Just weil do it. Ist wahrscheinlich verklagt, weil ich das gesagt habe, in einem anderen Kontext, aber schauen wir mal. Nur dann, vielen Dank. Noch Danke eine dir. Schöne weitere Emoticon und jetzt kommt dann eh dann die Schlusssession schon. Super. Bis später. Ciao. Tschüss.